was haben Kreativität, Social Media und das Pflegen unserer Beziehungen eigentlich mit Pfingsten und dem Heiligen Geist zu tun? Und wie ist das nochmal mit dieser Gabe der Erkenntnis? Davon erzählt uns heute Vitus Klierer aus dem Stift Schlegel. Viele haben in den vergangenen Wochen eine große Kreativität entwickelt, um mit Hilfe der sozialen Medien und des Internets in kleiner oder auch größerer Runde im Austausch zu bleiben und ihre Beziehungen aufrecht zu erhalten. Wenn wir uns darum bemühen, Beziehungen lebendig zu halten, dann äußert sich darin auch, dass wir eben diese Beziehungen als bereichernd, als wohltuend für unser Leben erfahren. Vielleicht sind wir so dem Geschenk dieser Beziehungen auch neu auf die Spur gekommen. Jedenfalls führt uns die Freude an Beziehung zum Pfingstfest. Gott sendet den Heiligen Geist. Er ist sozusagen das zeitlose Kommunikationsmedium Gottes. Er ermöglicht uns, mit Gott in lebendiger Beziehung zu bleiben. Und diese Beziehung soll unser Leben bereichern. Ausdruck dafür sind die 7 Gaben des Heiligen Geistes: Einsicht und Erkenntnis, Rat und Stärke, Weisheit, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Wie die Beziehung zu anderen Menschen, so schenkt also auch die Beziehung zu Gott Erkenntnis. Sie zeigt uns, wer wir wirklich sind. Sie macht uns aufmerksam auf unsere Gaben, aber auch auf unsere Schwächen. So bewahrt uns Erkenntnis auch vor Selbsttäuschung, weil sie zeigt, was wirklich zu uns passt, sodass wir uns nichts einreden lassen oder gar selbst einreden müssen. Doch es geht nicht allein darum, den eigenen Charakter richtig einzuschätzen. Im Vordergrund steht also nicht mehr nur die Frage, wie fühle ich mich oder wer bin ich. In den Blickpunkt rückt auch die Frage, was soll aus mir werden? Was ist Gottes Plan mit meinem Leben? Gabe der Erkenntnis. Sie möchte uns helfen, Gottes Plan mit unserem Leben auf die Spur zu kommen. So wünsche ich allen ein geisterfülltes Pfingstfest, begleitet von viel Lebenskraft und Freude.